Hallo liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Europa Universalis 4. Wir sind Frankreich im Krieg gegen Österreich und das aus gutem Grund. Huiuiui, das ist ja, was haben wir denn da losgetrieben? Gut, unsere ganzen Verbündeten, wie eben zum Beispiel Schottland und natürlich unsere Vasallen, sind auch mit dem Krieg. Aragon auch, stimmt, über die Aragon-Kastilien-Schiene sind wir da am Start. Und was ich gerade entdecke, ist, dass wir hier die gesamten Auflistungen haben, die Gesamtauflistung, da ist ja mal schön. Wir haben, ja, 77.000 Infanteristen, 45.000, knapp 46.000 Kavalleristen und kämpfen gegen eine verschwindend geringe Zahl von Einheiten auf Seiten der österreichischen Fraktion, die uns immer noch nicht unsere Forderungen erfüllen wollen. Ja gut, wir können hier einfach ganz locker easy peasy weitere Gebiete von ihnen besetzen, dann werden sie schon merken, wer hier der Herr im Haus ist. Ich habe mir überlegt, in den einzelnen Folgen euch gar nicht mehr mit Hallo liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels zu begrüßen, um schneller zum Punkt zu kommen. Andererseits ist es halt die Macht der Gewohnheit. Also ich würde es immer am Anfang von einem neuen Let's Play sagen, das ist klar. Belager von Artois. Kommen wir da hin, wenn wir... Ah ja, da kommen wir hin. Ah ja, ja da gewinnen wir. Naja. Und hier, Provinz wurde besetzt von Frankreich. Unsere eigenen Wien, wo, Savoie. Ah ja, okay. Genau, was haltet ihr davon, dass ich das lasse, immer nur am Anfang von einem Let's Play, hallo liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels, sage. Das wird, ich werde es trotzdem ab und zu sagen, weil es einfach so dermaßen die Macht der Gewohnheit ist, aber das ist wo, ich würde ja unglaublich gerne diese Rebellen hier aufräumen, ne? Aber das bringt ja unserem Kriegsgegner nur was im Moment und nicht uns. Also wenn der Krieg vorbei ist, werden sie bestimmt hier rüberkommen wollen. Oder sie gehen rüber zu Venedig. Das wäre natürlich auch nicht verkehrt für uns. Schauen wir mal. Feindliche Belagerungen von Artois. Ja gut, das ist vorbei. Wir belagern Flandern. Sonst nichts. Wir müssen doch hier... da war ja das hier. Wir erwarten hier keinerlei Gegenwehr. Wir lassen es mal weiterlaufen. Das bedeutet, wir splitten die Armee abermals auf, um dann, genau, genügend zum Belagern. Dann machen wir hier eine kleine Rundreise. Ich mache ein bisschen langsamer. Zu Kriegszeiten habe ich es mal gerne auf der 2 stehen. Hier haben die vereinzelten Truppen, da kümmern sich unsere Verbündeten drum. Das ist sehr schön. Hier haben wir gewonnen. Ihr seid soweit zu belagern, ab in die Steiermark. In der Steiermark würde ich sagen, machen wir eine andere Aufsplittstrategie. Da splitten wir euch. Ja, seid ihr nur 11.000. Schade. Halbieren. Ja. Dann einmal... Jetzt ist das die Hauptarmee. Ne, die Hauptarmee geht nach Kärnten. Hier ist immer... Ihr, euch kann man auch halbieren. Ja. Das sind 2.700. Ihr geht nach Krain. Ja, das sind 3.000. Das passt erstmal. Ich hoffe mal, dass das genug sind, um die Leute hier zu belagern. Das müsste... Genau, eine Garnison von 2.000 ist hier. Eine Garnison von 2.000 ist hier. Da haben wir immer mehr davon. Oh. Und schon macht es... Schon. Schauen wir uns das hier an. Kein Problem. Wir ziehen alle, die wir haben, jetzt wieder zurück in die Steiermark. Und dann müssen wir das gewinnen. Ja, also sie sind zwar zuerst da. Die Kleinen denken hier, sie können. Puh, geschafft. Okay. Jetzt waren wir noch bis... Ah, ne. Er gehört gar nicht dazu. Sehr gut. Wieder alle zusammenfügen. Louis Campton. Und dann schlagen wir diese Schlacht. Das ist klar. Wir verlieren hier Einheiten, weil wir zu viele auf einem Feld haben. Die Steiermark kann keine 27.000 Leute unterstützen, aber für diese Schlacht kann uns das egal sein. Machen wir, dann beißen wir einmal einen sauren Apfel. Kämpfen hier in Salzburg, die Schlacht der Schlachten, die wir natürlich auch gewinnen werden, weil wir einfach sowas und overpowered sind und hoffen, dass wir keinen Malus bekommen und ja, so ausgeglichen. Ja gut, so schlimm ist dann auch nicht. Mal zurück ins Heimatland, wieder die Zeit langsamer. Ja, das ist schon ärgerlich hier oben, das ist schon sehr ärgerlich. Flandern, schauen wir mal. Ja, ich würde ja Angriff machen, also ich würde ja hier stürmen, aber wir haben leider nur 9000 Infanteristen und auch nur die stürmen. Wir machen es so, wir lassen hier genügend um.
ja, zu belagern und räumen hier mal diese vereinzelten österreichischen Truppen auf. Die gehen mir jetzt echt gewaltig auf den Senkel. Er will hier hin, wir auch. Vor allem hat er schon wieder Artois belagert. Hier wird eh gekämpft. Ah, dann hätten wir da gar nichts machen müssen. Naja. Schlacht von Artois gewonnen. Er will hier runter. Das wird er lassen. Ja, jetzt müssen wir ihn aber kriegen. Er hat zweimal die Richtung gewechselt. Und sehr gut. Ja, das bedeutet, wir können hier alles ganz ruhig und in Frieden belagern. Hier die Trierer Truppen sind keine Herausforderung gegen unsere aragonischen Verbündeten. Die fliehen nach Krain, da versetzen wir ihnen einen Todesschlag. Ein bisschen schneller. Ich habe auch nicht alle Zeit der Welt. Doch habe ich. Schlacht von Vermandois. Gewonnen, denke ich mal. Ich schaue schon gar nicht mehr. Ich bin mir so siegessicher, dass ich da gar nicht erst mir Sorgen mache. Okay, hier oben ist echt alles okay. Das bedeutet, wir gehen hier nach Namur, Luxemburg, Limburg, Breda, Brabant und gerne auch Antwerpen. Antwerpen hätte ich auch gerne auf meiner Seite. Ich gehe davon aus, dass wir da jede Menge Geld bekommen, da der Handelsposten ja mit der wichtigste des der frühen Neuzeit ist, des späten Mittelalters. Wir sind noch im späten Mittelalter. Haben wir gewonnen? Ja, sieht so aus. Sehr gut, dann belagern. Und den Rest hier splitten. Einmal. Dann haben wir hier wieder eine 3000-Schaft ausgewählt. Die geht nach Görz. Dann haben sie schon mal keinen Zugang mehr zum Mittelmeer, die Österreicher. Nur noch hier, ja gut, sie müssen diesen weiten Weg auf sich nehmen. Sind hier Schiffe stationiert? Nein, sind sie nicht, das ist okay. Neapel spielt auch auf unserer Seite. Kämpft auf unserer Seite, finde ich gut. Dann 5000 hier, 2000. Die 2000 passen genau, ja, dann nehmen wir die 5000 und gehen nach Kärnten. Und jetzt gehe ich mal davon aus, dass da eigentlich keine Einheiten mehr kommen dürften. Wenn wir hier alles besetzen. Oh, jetzt kommen Einheiten. Ganz ruhig. Ja, aber es sind nur zwei. Wir bekommen hier den Malus, weil wir mehr Kavallerie als Infanterie haben. Das ist egal, wir sind zahlenmäßig sowas von überlegen. Das geht schon klar. Und sie fliehen schon gar nicht mehr. Wir verlieren das Heimatland natürlich nicht. Oh, wo kommt ihr denn her? Ah, das ist nur die Flotte. Sehr gut. Und die Flotte ist in Seeland. Okay, das heißt für uns, wir stellen hier ein paar Leute ab und belagern Seeland in der Hoffnung, dass wir die Flotte dann versenken. Das nervt schon, diese einzelnen. Nee, komm zurück nach Seeland. Zurück nach Seeland. Was will er denn machen? Ich glaub's ja nicht. Wie er hier wirklich versucht, Rethel zu besetzen. Oder Rethel. Machen wir da was? Die Mainzer. Ha. Da schau her. Vor allem, wo bekommt er die immer her? Ja gut, einzelne kann er natürlich hier aufbieten. Vor den noch nicht besetzten Gebieten. Ja, das ist schon klar. Aber es bringt ja nichts, wenn wir hier... Wo bist du denn? Das hier ist so unübersichtlich. Wir sind jetzt in Antwerpen, denke ich mal. Das ist doch schon mal sehr gut. Jetzt lass mal ein paar Leute hier... Oder nee, geh hier hin. Ich kann mir das nicht angucken. Solange wir noch nicht mit der Belagerung angefangen haben, lassen wir das. Warum wird hier nicht belagert? Was macht ihr denn, ihr lieben langen Tag? Da kannst du machen, was du willst. So, die Schlacht hätten wir gewonnen. Jetzt... Lass da so viele Leute, wie du benötigst, um das hier zu belagern. Hier ebenfalls. Das sind gerade mal... Was haben wir jetzt gemacht? Das passt doch. Sehr gut, sehr gut. Wenn die Zeit nur schneller verginge. Schlacht von Rethel gewonnen. Pause. Runter. Und das sind wieder Vereinzelte. Diese Einzelnen sind mir egal. Dann gehen wir hier nach Brabant. Während wir in Österreich... gehen wir weiter raus, um einen besseren Überblick zu haben. Hier wird belagert. Wir nehmen jetzt nur das Minimum.
der Leute und gehen da immer. Das hier ist okay. Das hier ist in 2600, ja. Ja. Dann haben wir jetzt eine reine Kavallerie-Armee. Ist okay. Wir können es ja alle wieder zusammenführen, wenn wir denn dann gewinnen sollen müssen, wenn wir dann kämpfen sollten. Die Schlacht von Brabant gewonnen. Auch nice. Jetzt. Ah, nur noch. Komm, ab nach Seeland mit dir. Ich werde. Wer? Serbien. Serbien ist hier. Schloss ein Militärbündnis mit Österreich. Okay, aber sie scheinen noch nicht in den Krieg eingegriffen zu haben. Außerdem haben wir immer noch Ungarn hier zwischen uns, die aber seltsamerweise nur eine Einheit haben. Okay, gut. Ja, das machen sie geschickt, hier die einzelnen sich zu schnappen. Das ist okay. Verzeihung. Ich muss es nochmal sagen. Ich bin nicht der Beste hier. Das könnt ihr, da habt ihr. Oh, wir können eine neue Technologie investieren. Oh, die Potze! Der Einsatz von Artillerie ist in Europa seit dem 13. Jahrhundert. Oh, wir bekommen eigentlich Artillerie. Ihr wisst, was das bedeutet. Ich weiß es auch. Wir können viel schneller belagern. Ich kann mir vorstellen, jetzt mal aber sowas von Artillerie zu bauen. 10 Stück oder so. Militärtaktik plus 0,25. Infanteriefernkampf plus ein Zehntel. Artilleriefernkampf plus 1. Ja, von 0. Ermöglicht große Bronzegussmörser und die Hufnis-Artillerie. Oder Haufnice. Die Protze. Ihre mangelhafte Mobilität beschränkte jedoch ihren Nutzen auf dem Schlachtfeld erheblich. 1470 wurde die Protze entwickelt. Ah, wir sind 7 Jahre zu spät. Die sich diesen Nachteils annahm. Achso, hä? Ah, die Protze ist eine bessere Artillerie. Okay, mit ihr konnten die Kanonen leichter bewegt und damit wirkungsvoller eingesetzt werden. Übelst nice. Da wird aber auch mal Zeit. Revolten möglich in... Lustig, dass wir nicht mal so viel Kriegsmüdigkeit haben. Ja, hier in den besetzten Gebieten. Wien, Savoy und wo. Aber das ist ja klar. Mal gucken, ob wir die Gebiete überhaupt behalten wollen. Wir haben Verluste erlitten. Wir sind im Krieg. Waffenruhe wird enden mit Brandenburgischer Orden. Polen, Litauen ist mir egal. Wir können Provinzverbesserungen bauen. Wir brauchen das Geld für Einheiten. Umkämpfte Nachfolge ist auch egal. Wir haben Ansprüche auf Flandern. Das ist klar. Nationale Entscheidung verfügbar. Den Alkoholakt werden wir nicht einführen. Dann sind wir wieder up to date. Wo wir nicht up to date sind, ist jetzt, pass auf, Einheiten großer Bronzegussmörser. Gleich mal hier, an der Ecke hier dauert es nicht so lang, hier auch nicht so lang. Wir haben Geld ohne Ende. Und die Kosten sind ja auch geringer. Ja, genau, da gucken wir auch ein bisschen drauf. Da machen wir das nicht hier an der Ecke, sondern dort, wo wir auch schon investiert haben. Und da ist unser Geld weg. Wieso ist da unser Geld weg? Ah, nicht genug Mann. Ah, okay, das ist klar. Trippier, wieder langsamer. Ist er hier wirklich auch? Ich sehe es nicht. Das könnte auch Antwerpen. Ich glaube eher, dass das Antwerpen ist, ne? Dann müssen wir hier nicht nach Seeland. Naja, wir können hier nicht besetzen, aber wir sind ja hier mit dem Besetzen bald fertig. Und wenn wir unsere Belagerungswaffen dann haben, gehen wir sofort nach Seeland. Da weiß er nicht, was ihn getroffen hat. Hier sieht alles soweit so gut aus. Ihr scheint zusammen zu wollen, ja. 16.000 Kavalleristen und eine Handvoll Infanteristen. Aber wie gesagt, wenn wir hier dann alle wieder zusammenziehen, dann geht das schon klar. Hier hat sich wieder einer erhoben. Da gehen wir mit unseren Belagerung von Flandern. Endlich. Da müssen wir jetzt auch jede Menge Kriegspunkte dafür bekommen haben. Was hat er vor? Wo will er hin? Ist okay, wir kommen einfach mit. Ja, wir bekommen zwar Malus, aber ich glaube, dass eine reine Kavallerie da trotzdem in der Lage sein sollte, das zu klären. Sehr gut. Wo bleibt unser Besetzer irgendwas? Hier haben sich 4 zusammengefunden. Österreich, Schweiz und Savoyen. Das ist okay.
Wir werden hier uns nicht von der Stelle bewegen. Mir könnte mit euch... Das werden wir auch machen. Ist ja doch nur eins. Eins, warte mal, was ist hier oben? Ein Friedensangebot von Ferrara. Sie verhandeln im eigenen Namen. Erhält Frankreich ein Prestige und null Rufschaden. Von Ferrara. Ja, warum nicht, ne? Haben sie denn überhaupt Leute in diesem Krieg, die dabei sind? Ich glaub's nicht. Blockade sagen. Ah, hier. Hier wird auch aufgezählt, was uns die ganzen Punkte bringt. Sehr schön. Sehr schön. Kriegsziel. Angreifer kontrollieren Flandern. Ah ja, 0,4 Punkte. Das ist ja nicht allzu viel. Die meisten bekommen wir durch die Besetzung Wiens und Savoie. Ja. Und, die Besetzung von Flandern. Genau, hier oben ist es dann nochmal aufgeführt. 2,2 Punkte. Und natürlich 40 Punkte durch 62 Schlachten. Wie sieht's denn aus? Flandern hätte ich auch gerne. Wer des Friedens? 97, den bekommen wir auch. Sorry, aber ich bin... ich muss mal gucken, wo ist denn bitte Ferrara? Ferrara. Ja, mach das doch. Das sind hier so ein paar Schiffchen. Ah ne, die werden gerade belagert von unseren... ablehnen. Ich gehe davon aus, dass wir da auch wieder Kriegspunkte für bekommen, wenn wir das dann weiterführen. So, er hat tatsächlich vor, hier was zu starten. Wie sieht das mit der Besetzung aus? Wenn wir genügend da lassen, dann haben wir wieder so einen Kampf. 17.000 Kavalleristen gegen eine ausgeglichene Einheit. Besetzt durch Trier. Trier gehört auf die Seite unserer Gegner, nicht wahr? Mainz, Sachsen, Trier. Genau, dann werden wir da auch wieder ein paar Kriegspunkte uns schnappen. Patte Problem. Und hier oben sieht das soweit so gut aus. Wir besetzen. Hier werden einzelne Einheiten getötet. Flandern ist besetzt. Und das wird sich so schon auch nicht ändern. Wir besetzen alles, was möglich ist, so wie ich das sehe. Ja. Meine Belagerungswaffen sind noch... Werden gerade gegossen. Sehr gut. Wir haben Truppen auf fremdem Territorium. Ah, okay. Baden. Ja, ich wollte euch helfen. Ne? Aber anscheinend wollt ihr das nicht. Das ist okay. Jetzt haben sie... Oh. Oh, das könnte schwierig werden. Na gut, wenn sie... Und das wollen sie auch. Dann machen wir einfach so. Ja? Schade um die Belagerung von Görz. Ich hoffe mal, dass wir hier noch fliehen können. Nein. Stopp. Pause. Oh je. Wie lange braucht ihr denn? Trient, Linz und Friaul. Ja, ich werde die Belagerung hier jetzt nicht aufgeben. Ich hoffe mir, wir sind dahin. Ab nach Görz. Ich hoffe mir, werden sie hier so lange aufhalten, bis unsere Leute hier da sind. Belagerung von Graz. Sehr schön. Endlich. Schlacht von Görz verloren. Das ist okay. Aber ihr seht schon, die sind so weit am Boden mit der Moral, dass sie sich schon gar nicht mehr bewegen können. Und damit ein gefundenes Fressen für unsere Truppen hier sind. Dann würde ich doch euch sagen, geht nach Linz. Dann können wir das tatsächlich angehen, dass wir da alle belagen. Ah ne, geht lieber hier nach Görz, genau. Dass wir alles von Österreich besetzen, 100 Punkte bekommen und dann all das durchsetzen können, was wir wollen. Und dann gehen wir hier hin, um hier zuzumachen. Dann wüsste ich auch gar nicht, wo er bitte noch Nachschub herholen will. So, unsere Belagerungswaffen sind fertig. Und die schicken wir jetzt nach. Ich gehe davon aus, dass das der Hafen von Antwerpen ist. Da mal hin mit euch. Wir haben Bargengaleeren. Ja, die werden wir da nicht hinschicken. Wieso haben wir Bargen und Galeeren? Ich dachte, die wären tot. Ah, ihr seid im Calais. Sehr gut. Sehr gut. Ja gut, wir haben die Schlacht verloren, aber anscheinend haben die sich zurückgezogen und wurden wieder aufgebaut. Ist okay. Friedensangebot von Ferrara immer noch ablehnen. Immer noch ablehnen. Und so wie es aussieht, sind unsere Belagerungswaffen gleich dort. Jetzt sind sie dort. Und jetzt möchte ich dann doch mal gerne schauen, ja, die hier zusammenführen. Wie nur 2000.
Ah, die anderen kommen erst noch. Okay. Die sind noch auf dem Weg. Dann würde ich doch gerne mal schauen. Schließt eure Belagerungseinheiten zusammen. Wurden bereits zusammengeschlossen. Jetzt. Mein König, wir haben die Belagerung von Steiermark gewonnen. Gleich mal gehe zu. Steiermark, Steiermark, Steiermark. Sehr gut. Dann nach Lienz mit dir. Ihr geht nach Tirol. Und dann könnt ihr hier im Hauptland von Österreich schon mal keine Einheiten mehr aufbieten. Und hier wird auch alles besetzt, außer Luxemburg. Aber selbst wenn Luxemburg noch eine Einheit... Kärnten ist auch fertig. Kärnten. Aber selbst wenn Luxemburg noch eine Einheit raushauen sollte, kann ich mir nicht vorstellen. Kärnten, 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 Kärnten. Hier. Ab nach Tirol. Kann ich mir vorstellen, dass diese eine Einheit den Krieg noch entscheidend verändern sollte. Okay, dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen und freue mich darauf, euch das nächste Mal begrüßen zu dürfen, wenn wir Gebrauch von unseren neuen Belagerungswaffen machen. Schauen wir mal. Nein, nicht du. Nur ihr. Genau, zusammenschließen. Ja, wobei, das sieht mir dann doch ein bisschen wenig aus. Naja, ich gehe mal davon aus, dass es einfach viel schneller geht jetzt. Wir werden sehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Egonson.